Holger Scholze und der Deutsche Derivateverband, das ist eine gewinnbringende Kombination, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Anlegerbildung geht. Holger Scholze hier zu Gast auch auf dem Deutschen Derivate-Tag. Ihr geht in das dritte Jahr mittlerweile schon. Mit welchen Erkenntnissen und mit welchen Zielen vor allen Dingen auch? Ja, wir geben uns die allergrößte Mühe, hier vor allen Dingen an den Universitäten und Hochschulen in Deutschland für Aufklärung zu sorgen. Im Sinne der Finanzbildung, im Sinne des Börsenwesens, im Sinne natürlich auch des Detailwissens rund um verbriefte Derivate, die ja nun eine wunderbare Alternative nicht nur darstellen, sondern im Grunde in jedes Depot gehören, weil sie viele Szenarien geradezu idealtypisch abbilden können. Szenarien, die man sich selber entwickeln kann über die Bewegungen, die die Märkte vielleicht in den kommenden Wochen und Monaten vollziehen können. Und um dann am besten aufgestellt zu sein, gehört eben eine gute Diversifizierung unter Beimischung von verbrieften Derivaten, von Zertifikaten aus unserer Sicht dazu. Und um da eben einen Bogen zu spannen aus den aktuell geopolitischen Ereignissen zu den wirklichen praktischen Anwendungen über die Darstellung mit Wertpapieren, darum geht es in unseren Veranstaltungen, die wir dort gemeinsam durchführen. Und da bin ich sehr, sehr gern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sogar unterwegs, um dort auch mit den Studierenden, wie es heutzutage ja heißt, im Gespräch zu bleiben und diese Gespräche zu intensivieren. Hand aufs Herz, so langsam müsstet ihr alle Hochschulen und Universitäten durch haben oder fangt ihr von vorne wieder an? Es gibt natürlich Universitäten, die wir fast jedes Jahr besuchen. Da kommen immer wieder auch die Einladungen und der Wunsch auch der entsprechenden Organisatoren wird an uns herangetragen, ob wir denn nicht noch einmal vorbeischauen können. Das tun wir dann auch gern, weil sich an Universitäten das Publikum jährlich, fast halbjährlich sogar austauscht. Da sind natürlich viele Semester, die dort studiert werden. Wir haben ja jetzt auch zum einen den Bachelorstudiengang, dann auch Masterstudiengänge an einigen Hochschulen. Und das wird dann am jeweiligen Thema auch orientiert. Und da haben wir in der Regel auch sehr gut gefüllte Säle. Und das ist natürlich dann auch für uns eine große Freude, dann dort diese Themen auch entsprechend zu platzieren und dort intensiv mit den Studierenden im Gespräch zu sein. Du bist ja nicht erst in den letzten Jahren, sondern schon über viele Jahre hinweg zuvor in den Universitäten unterwegs gewesen und hast da ein gutes Gespür für bekommen, auch für Themen. Haben sich die Themen im Laufe der Jahre oder fast schon Jahrzehnte, wenngleich du noch nicht so alt bist, Holger, haben die sich da verändert oder sind die immer gleich geblieben? Wenn ich so zurückblicke, sind es tatsächlich 17 Jahre, in denen ich da unterwegs bin. Es ist eine lange Zeit, unwahrscheinlich eigentlich. Aber in der Tat haben sich natürlich die Themen insofern verändert, als dass zum einen sich die geopolitische Großwetterlage ja stetig weiterentwickelt und verändert und man darauf eingehen kann, um den großen Bogen dann zu spannen zu den tagtäglichen Dingen, die man dann auch bei der Geldanlage zu berücksichtigen hat. Und die Produktpalette ist natürlich um ein Vielfaches größer geworden. Ich erinnere mich, gerade im Jahr 2002, da gab es am deutschen Markt 15.000, 16.000 verschiedene verbriefte Derivate. Mittlerweile sind das 1,7 Millionen. Das heißt, hier muss man auch ganz klare Hinweise geben, wie man sich in dieser Fülle des Angebots auch zurechtfinden kann, wie man diese Produkte auch einordnen kann, eben in Anlageprodukte und auf der anderen Seite auch in Hebelprodukte, wie man damit umgehen sollte, in welcher Börsensituation und für welches Szenario sich welches Produkt am besten eignet, damit man in der aktuell doch sehr lange jetzt schon dauernden und wahrscheinlich noch anhaltenden Niedrigzinsphase dann tatsächlich für sich selber nicht nur den Wert des mühsam ersparten Geldes erhält, sondern vielleicht auch noch eine angenehme Rendite herausholen kann. Ja, apropos Niedrigzinsphase, da müssen die Lehrbücher ja umgeschrieben werden, wenn man die Politik der Notenbanken verfolgt und wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre verfolgen muss. Ändert sich der Blick auf Zertifikat und Optionsscheine mit Blick auf die Negativzinsphase oder ist die Thematik ähnlich zu sehen wie vor einigen Jahren? Der Blick ändert sich schon, weil die Notwendigkeit noch größer geworden ist. Es ist eben nicht mehr so einfach, tatsächlich überhaupt noch den Wert des Geldes zu erhalten, ohne dabei erhöhte Risiken eingehen zu müssen. Und auf der anderen Seite haben wir eben jetzt die Situation, dass wir in den kommenden Jahren da wohl kaum eine große Änderung oder Hoffnung auf Änderung, wenn man das aus Sicht des Sparers sieht, tatsächlich ablesen könnte. Insofern kann man und sollte man hier aus der großen Palette auch schöpfen, um dann auch beruhigt schlafen zu können, um für sich auch in der eigenen Altersvorsorge letztlich auch richtige Entscheidungen treffen zu können. Wir sind in diesem
diesem Jahr schon an 28 Universitäten und Hochschulen bisher gewesen. Es werden bis zum Jahresende wahrscheinlich insgesamt 50 werden. Da erreichen wir also mehrere tausend, nicht nur junge Leute übrigens, weil da auch ältere Leute, sogar Rentner oder im Berufsleben stehende Menschen mit eingeladen werden. Also über diesen Weg kommen wir direkt auch an potenzielle Anleger natürlich heran. Und es ist auch schön, dann deren Fragen zu beantworten. Abschließend, wo erfahre ich, wann und wo du bist, um über all diese Themen aufzuklären? Ja, zum einen natürlich vom jeweiligen Veranstalter an den Universitäten und Hochschulen, aber es gibt eine zentrale Internetseite, die hat der Deutsche Derivateverband freundlicherweise eingerichtet, ddvontour.de. In einem, der Punkt kommt nur zwischen DDV on Tour und dem DE noch dazwischen. Und da erfährt man dann, wo die nächsten Veranstaltungen stattfinden. Übrigens nicht nur meine Vorträge, die ich halte, sondern auch weitere Veranstaltungen, die darüber hinausgehen, die von den Emittenten, die zum Deutschen Derivateverband gehören, angeboten werden. Die Palette ist da groß. Übrigens kann man dann dort auch Unterrichtsmaterialien herunterladen, einige interessante Broschüren, die dort nicht nur als PDF zur Verfügung stehen, sondern die man sich auch physisch nach Hause bestellen kann. Also diese Seite, die lebt. Da sind auch übrigens für die Studierenden einige interessante Praktikastellen dann auch noch mit dabei. Das gehört eben auch mit dazu, um für diesen Berufsweg dann auch offen zu sein. Da hat die Branche auch übrigens großen Bedarf, wie ich immer wieder von verschiedenen Emittenten erfahre. Also all das versuchen wir dort zusammenzufügen. Und die Seite lebt natürlich, die ist lebendig, die bleibt nicht so statisch, sondern die wird jetzt auch noch erweitert werden demnächst. Da sprechen wir gerade drüber. Also das ist ein hochinteressantes, spannendes Projekt, was uns große Freude bereitet und was tatsächlich auch einen hohen Nutzen bringt für all diejenigen, die dann auch zu unseren Veranstaltungen kommen. Wunderbare Geschichte, großartiger Erfolg, 50 Veranstaltungen in diesem Jahr, Holger. Weiter so. Ja, danke. Dankeschön. Sehr gerne.